Herzlich willkommen. Schön, dass du bereit bist, diese Meditation mit mir zu teilen. Mach's dir erstmal bequem, so bequem wie es irgendwie geht für dich im Sitzen. Du kannst dich auch gerne anlehnen. Oder wenn du körperliche Schwierigkeiten hast mit dem Sitzen, kannst du dich auch hinlegen. Ansonsten wäre mein Impuls für die Meditation, eher zu sitzen, wenn es dir möglich ist. Ich mag vorab ein paar Sätze mit dir teilen. Je mehr wir uns bewusst werden über unser eigenes Sein, und all den Phänomenen, die darin auftauchen in unserem Sein, wie Gefühlen, Gedanken, Empfindungen, Emotionen. Je mehr wir uns erlauben und den Mut haben, uns zu umarmen mit der Ablehnung, die wir vielleicht spüren, den Mut haben, das zu umarmen, was wir ablehnen. Je mehr wir wacher werden für unseren eigenen Schmerz, desto wacher werden wir auch für den Schmerz der anderen. Und das kann Mitgefühl und Zuwendung für jemand anderen Sorgen in uns aufwecken und kultivieren. Das ist eine wundervolle Praxis. Und es kann uns auch in manchen Zeiten vielleicht wie überrollen, überfordern, dass wir den Container, das in dem sich alle diese Phänomene von Gefühlen, Gedanken, Empfindungen bewegen, in da, wo Mitfühlen auch auftaucht und das Leid anderer Menschen in unser Bewusstsein kommt. Es kann sein, dass wir diesen Container, diesen Raum, in dem wir das weich und zart halten, nicht mehr gut fühlen können, dass wir da unsere Basis wie verlieren. Mir ist das in den letzten Tagen passiert, wo dann der Zugang zu meinem Mitgefühl eher in ein Mitleiden gegangen ist. Und das halte ich persönlich für nicht so kultivierenswert wie Mitfühlen. Denn daraus entsteht in mir Leid und ich kann nicht mehr wach sein für meine Handlungen. Und trage wie etwas in die Welt hinein, was vielleicht noch dazu beiträgt. Wie geht es dir in dieser Welt? Wie schaffst du es, mit all dem, was gerade um uns herum ist, wach und liebevoll zu sein? Mit der Situation von Flüchtlingen, die wirklich nicht weit von uns entfernt leiden, die viel durchmachen, eine ganz andere Realität haben als du und ich. Wie schaffst du es, weich und mitfühlend zu bleiben in einer Welt, in der vielleicht, könnte man es so ausdrücken, Politiker verrückt werden oder ihren Verstand verlieren, Handlungen ausüben, die nicht mehr getragen von Liebe und Mitgefühl sind? Ich habe in den letzten Tagen Kontakt gehabt mit einer Freundin in Israel, mit Bekannten aus Amerika. Und ja, beide waren in, man kann sagen, im Lockdown. Und einmal Covid-19 bedingt. Und das schon seit wirklich langer Zeit und ganz anders, als wir das hier in Deutschland erleben, sondern müssen anrufen bei einer Behörde, wenn sie das Haus verlassen wollen, dürfen sich 500 Meter vom Haus wegbewegen und
anrufen, wenn sie wieder zu Hause sind. Und in Amerika, der Bekannte von mir, der musste eine Woche jetzt im Haus bleiben, mit Fenstern geschlossen, weil die Feuer an der Westküste so nah an ihm dran waren. Und es ist nicht besonders nah, der Rauch, der hat einfach weite Strecken, die er zurücklegt und wo er noch spürbar ist, dass er sein Haus nicht verlassen konnte. Und es waren nur zwei die Geschichten, die ich mitgekriegt habe. Ich habe gemerkt, dass all das, was gerade in der Welt lebendig ist, wie näher an mich ranrückt. Und daraus ist genau diese Meditation zu mir gekommen, die ich hier teilen möchte. Denn wir haben die Tendenz, da wo es eng wird in uns, da wo wir Schmerz fühlen, das ist auch eine Meditation, die wir wundervoll anwenden können bei körperlichen Schmerzen, darauf unseren Geist zu richten und das wie groß werden zu lassen. Auch wenn es manchmal ein ganz kleiner, zarter Schmerz ist, ist doch unser Mind ziemlich darauf fixiert. Und es gibt immer irgendwas in uns, wahrscheinlich, was nicht wehtut. Vielleicht meine Fingerkuppe vom linken Ringfinger. Und ja, ich denke, dass diese Meditation, mich unterstützt sie ganz sehr und ich hoffe auch dich, wie okay zu sein. Es muss nicht super sein, nicht großartig und definitiv, diese Welt ist nicht super und großartig, meiner Meinung nach. Es ist viel Leid, vieles, was im Argen ist. Und wie können wir darin uns ein bisschen Raum erhalten? In einem Zustand von okay, es ist gut genug. Okay. Und ich mag dich jetzt einladen, dich nochmal wie richtig gut hinzusetzen. Vielleicht hast du auch inzwischen gemerkt, du möchtest einen anderen Sitz einnehmen oder dir nochmal Kissen nehmen zur Unterstützung. Dann kannst du die Schultern mal hinten unten in den Rücken sinken lassen, deine Augen weich schließen und dich so ein bisschen in dein Kissen, in deinen Untergrund hineinsinken lassen. Das Becken darf schwer werden, die Beine dürfen schwer werden, die Füße. Und erlaube deinen Ellbogen, das Gewicht deiner Schultern und vielleicht auch die Schwere und Verspannungen aus den Schultern aufzunehmen und in die Erde fallen zu lassen. Spür den Untergrund, den du berührst, mit deinem Gesäß, mit deinem Bein, vielleicht mit deinen Füßen. Und lass dich ein bisschen in die Rückseite deines Körpers hineinsinken, als ob du dich an einer imaginären Stuhllehne anlehnst, im Hinterkopf, im oberen Rücken, im unteren Rücken, Gesäß und vielleicht noch ein bisschen weicher werden in deinen Schultern. Und nimm wahr, wie sich dein Körper gerade anfühlt. Nimm die Ganzheit deines Körpers wahr. Vielleicht kann irgendwo noch ein Schmelzen entstehen, vielleicht in deiner Stirn, in den Wangen, in den Schultern, im Kiefer, in deiner Zunge. Dann nimm Kontakt zu deinem Atem auf und nimm wahr, wie der Atem sich durch dich hindurch bewegt. Wo berührt dein Atem dich?
ohne dass irgendwas sein müsste. Einfach wahrnehmen, den natürlichen Fluss deiner Atmung, so wie sie dir jetzt gerade zur Verfügung steht. Dann spür mal in deinen Körper hinein und lass dich einen Körperbereich ausmachen, der sich okay anfühlt, der sich gut genug anfühlt, um da deine Aufmerksamkeit etwas ruhen zu lassen. Vielleicht ist das die linke Hand, vielleicht ein Fuß, vielleicht die Wangen oder ganz woanders. Fühl einfach in deinem Körper, wo gibt es einen Körperbereich, der sich gut genug anfühlt. Lass dich da mit deiner weichen, liebevollen Aufmerksamkeit verweilen. Nimm die Empfindungen in diesem Bereich wahr. Fühlt er sich warm an oder prickelig? Lass dich ganz hineintauchen mit deiner sanften Aufmerksamkeit und diesen Körperbereich, diese Körperstelle wie ganz einnehmen mit deiner Wachheit. Und bleibe hier einige Momente in dem Bereich, in einem Bereich, der sich gut genug anfühlt. Wenn Gedanken kommen, die dich wegtragen, dann hast du deinen Atem als Anker, deinen Körper. Du kannst immer wieder in einen Bereich hineinfühlen, der sich gut genug anfühlt. Vielleicht ist das auch dein Atem oder ein Bereich deiner Atmung, ein Bereich, in dem du deinen Atem spürst, zu dem du immer wieder zurückkehrst. Verändert sich dieser Bereich, den du gewählt hast? Wie ist es, wenn du noch mehr in diese Körperstelle hinein entspannst? Dein Atem vielleicht in diesen Körperbereich hineinlenkst, um ganz damit zu sein.
vielleicht machst du die Erfahrung, dass sich die Empfindungen in deinem Bereich, den du gewählt hast, verändern. Dann nimm das einfach wahr. Und vielleicht breiten sie sich auch aus. Werden wie größer und strömen ein bisschen in die umgebenden Körperstellen hinein, ein paar Zentimeter weiter. Und lass dich ganz weich und zart da sein. Lausche, wie innerlich dem Körperbereich, der sich gut genug anfühlt, gut genug, um da zu bleiben mit deiner Aufmerksamkeit. Bleibe die nächsten paar Minuten mit einer sanften, liebevollen Aufmerksamkeit genau diesem Körperbereich. Schau, was ist hier lebendig? Der Atem fließt weiter durch deinen Körper. Die Erde unter dir. Vielleicht breitet sich dieser Körperbereich, das Empfinden hier, wie ein wenig aus, nimmt noch mehr Raum ein in deinem Körper und dann erlaube dir, dich dafür zu öffnen. Erlaube deinen Zellen, sich dafür zu öffnen, dass diese Empfindungen von okay, okay, gut genug, sich durch deinen Körper ausbreiten dürfen,
vielleicht kannst du noch mehr loslassen und dich dadurch dafür öffnen, dass dieses Strömen in dir geschehen darf. Dass Okayness durch deinen Körper fließt. Vielleicht sich in jede Ecke deines Seins hineinflüstert. Und erlaube dir, wenn du kannst, wie offen zu sein dafür. Wenn du nicht kannst, dann bleibst du bei einem Bereich in deinem Körper, der okay ist. Und vielleicht mag sich auch dein Atem öffnen, dass jetzt die Empfindungen, die da sind aus dem Bereich von gut genug, durch den ganzen Körper strömen dürfen. Vielleicht auch, wenn sie jeden Bereich, jede Zelle deines Körpers gefüllt haben, aus dir heraus, in die Welt hinein. Ein Strömen. Setz dich in dieses Strömen hinein. Lass es geschehen. Lebendig, wach, vital. Lass es genauso geschehen, wie es geschehen will. Vielleicht ein Strömen aus dir heraus, vielleicht ein Strömen zu deinem Herzen hin. Vielleicht ein Sein, ein Ruhen in einem Körperbereich. Wie wäre es, wenn es genauso sein dürfte, wie sich es jetzt gerade entfaltet? Dann lass dich langsam deinen Atem wieder wahrnehmen, wo er deinen Körper berührt, den Boden unter dir. Und wenn du aus der Meditation rauskommst, dann tu das, ohne ganz aus der Meditation rauszukommen. Wie wäre es, wenn ein Teil davon uns erhalten bleiben dürfte? Du kannst gerne auch weiter sitzen oder liegen in dem Strom von "Es ist gut genug". Und dann danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Liebe.